Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine neue, frisch gepresste Folge mit Sonnenschein aus Tallinn, aus meinem Office unterwegs, bevor es nach Los Angeles geht. Und zwar Themen habe ich vorbereitet. Las Vegas, im Rio-Hotel sind Gäste ausgeraubt worden, während sie geschlafen haben. Komplett Banane. Dann geht es weiter. Carsten Spohr ist einer großen Verschwörung auf der Spur. Und ich zitiere, er sagt... Hier ist etwas Größeres im Gange zum Thema Streiks. Carsten S. aus M. Name der Reaktion bekannt, nicht geändert. Dann haben wir noch das Thema LATAM, Boeing 787 fällt runter ein bisschen, sinkt ab und 50 Leute sind verletzt, auch Crew. Boeing 737 MAX, ich will es gar nicht sagen, da hat man wieder etwas gefunden und da geht die FAA jetzt dem Thema Steuerungsproblemen nach. Kannst dir nicht ausdenken. Dann Turkish Airlines, die haben gesagt, Premium Economy brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Waren eine der ersten, die Premium Economy eingebaut haben. Andere Fluggesellschaften sagen, ohne Premium Economy wollen sie gar nicht mehr leben. Aber Turkish Airlines sagt, nö, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Und Lufthansa hat die falschen Piloten. Klingt im ersten Moment skurril, ich erkläre euch, was das heißt. Ihr seid dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren, Kanalmitgliedschaft, also wirklich alles zu tun, damit dieser Kanal weiter so steigt, wie er es tut. Danke dafür, dass ihr mich so unterstützt. An dieser Stelle nochmal Dank an alle, die in Tallinn waren und vor allem auch schön, dass ihr alle gut nach Hause gekommen seid. Und haben wir noch was? Ja, alle, die bei Mitglied der Vereinigung Passagier sind, sollten Ausschau halten. Wir werden eine Jahreshauptversammlung machen. Diese werden wir auch veröffentlichen auf den Kanälen. Es wird per Zoom passieren, weil ich komme aus den USA dazu. Mario vom Golfplatz. Und wo kommt ihr her? Könnt ihr ja auch mir schreiben. Also hier könnt ihr... Da, wo ist es? Ne, hier ist es. Hier. Da. Da ist die Rufnummer. Sieh mal, wie weit weg ist denn das? Also auf jeden Fall vor der Lampe die Rufnummer und da könnt ihr mir auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Dann schicke ich euch den Link, falls ihr nicht bekommen habt. Aber ansonsten geht es jetzt mit der Sendung los. Jawohl, wir haben alles getan. Und zwar die Hotelgäste in Las Vegas haben nicht schlecht gestaunt, als sie mit weniger nach Hause gegangen sind, als sie eigentlich gehabt hatten. Und da ist es so, dass in Las Vegas das Rio Hotel, das ist übrigens mit Hyatt jetzt mittlerweile assoziiert, schade eigentlich, dass Hyatt da jetzt so schlechte Reputation kriegt, da ist es so gewesen, dass einige Gäste gesagt haben, dass in ihre Zimmer eingebrochen worden ist, während sie schliefen. Normalerweise geht man in ein Zimmer oder klaut irgendwo was, wenn keiner da ist. Aber wenn jemand da ist, ist das ja ein Risiko, erwischt zu werden. Und da ist es so, dass da gesagt worden ist, dass Mindy Smith, die im Februar in dem Hotel übernachtet hat, dass sie sich violated. Also das heißt, dass sie da sich ausgenutzt bzw. benutzt fühlt oder auch... einfach negative Vibration hat. Ich hätte, egal wo ich ausgeraubt werde, negative Vibrations, um ehrlich zu sein. Und sie war zusammen mit ihrem Ehemann in dem Zimmer und die Diebe oder der Dieb haben dort ungefähr $6,000 wert gestohlen. Sie sagt, dass sie $1,400 Cash verloren hat und natürlich dann haben sie Einkäufe gemacht, die mit der Kreditkarte ihres Gatten gemacht worden sind. Und sie sagt, wir waren grundsätzlich 3 Fuß, also quasi ein Meter, ne? 30 Zentimeter Fuß, 30, so roundabout, also knapp einen Meter, 90 Zentimeter oder sowas weg. Und das ist natürlich dann in der Tat ein Thema. Und ich denke mal, dass wenn man nach Vegas geht, man denkt an alles, aber nicht, dass man ausgeraubt wird. Vor allem nicht, wenn man selber im Zimmer ist über Nacht. Und wenn ich überlege, ich bin ja hier in einem Hotelzimmer und hier wird jemand einbrechen, das ist ein echtes Sicherheitsproblem. Ne? Also das ist ja in Las Vegas etwas, was die Polizei ja auch nicht mit Spaß nimmt, weil ja Las Vegas von den Zuschauern abhängig ist, hätte ich was gesagt, beziehungsweise von den Gästen abhängig ist, die dort die Casinos beflügeln. Und ich selber bin kein Freund von Las Vegas, so wie Mario das ist. Und komischerweise haben wir ja in den letzten Tagen viele Las Vegas-Themen, einige Gott sei Dank ja positiv,
wie die Sicherheitskontrolle im Do-it-yourself-Service, die da ausprobiert wird, was ich gut finde. Und also ist so, dass das Hotel ein Statement rausgelassen hat und die sagen, wir können bestätigen, dass da ein Vorfall stattgefunden hat in unserem Resort, aber die Vorfälle werden, ich habe wieder an die Nase gefasst, hallo Ronny, werde ich reich? Juckt irgendwie gerade. Auf jeden Fall die Vorfälle bestätigt und dass diese Details gerade noch untersucht werden. Und weiter führt man fort, dass die Sicherheit und die Sicherheit der Gäste natürlich die Top-Priorität des Hotels sind. Und man hat aber trotzdem keine weiteren Kommentare. Also da sieht man halt, dass das so ein bisschen contradicting ist, also dass sich das widerspricht. In Bezug auf die Themen zum Beispiel, ehrlicherweise, die sind wichtig und dann passiert sowas und da sollte man wirklich schnell was tun, dass das nicht mehr funktioniert. Und es ist halt wirklich etwas, was auch extremst beunruhigend ist und verstörend ist, wenn man ehrlich ist, dass man in seinem Zimmer ausgeraubt wird. Und ich bin mal gespannt, was Hyatt auch dazu sagt, weil das Hotel ist ja mit Hyatt jetzt assoziiert, dass LVMPO, das Las Vegas Metropolitan Police Department, MPD, PD, ist natürlich aktiv da am Fall dran. Und was für mich dann wirklich keinen Sinn macht, ist, warum geht man gegen ein Hotel, nee Quatsch, andersrum, warum geht man in ein Hotelzimmer, so ist es richtig, wenn die Leute schlafen? Ich gucke doch, das ist keine. Also es macht für mich keinen Sinn. Ihr könnt dazu gerne was sagen, was schreiben. Und vor allem in den USA hat ja jeder auch eine Waffe. Also ich weiß gar nicht, wie ich reagieren würde, wenn jemand nachts bei mir am Bett stehen würde und versucht, was zu klauen. Mit einer Knarre. Egal. Ist creepy. Also das ist absolut bescheuert. Es erinnert mich daran, dass ich die Kette davor mache und das Zimmer nochmal grundsätzlich sichere. Ihr an dieser Stelle wartet natürlich auf das nächste Thema und das ist von Carsten S. aus M. Dame der Redaktion bekannt und nicht geändert. Und er sagt, hier ist etwas Größeres im Gange. Und Carsten Spohr habe ich ja jetzt nicht als Verschwörungstheoretiker oder sowas in Erinnerung. Aber natürlich ist es so, dass die Kabine streikt. Die Bodenleute streiken. Dann ist es so, dass die natürlich auch noch Streiks haben von der GDL, also die Lokomotiven streiken. Also in Deutschland sind diese Streiks, und das ist das, worauf Carsten Spohr referiert, sind koordinierter zwischen den einzelnen Sparten. Heißt also im Prinzip, dass man jetzt nicht für sich selber kämpft, sondern dass die sich untereinander absprechen oder dann auf den Wagon aufspringen, so wie es die Security gemacht hat, nachdem die Lufthansa Bodenjungs und Mädels gesagt haben, wir streiken. Das sind so Sachen und man möchte jetzt wirklich, dass die Lufthansa da eine Medizin gegen hat, beziehungsweise einfach sagt, ja okay, wir machen was. Aber auf der anderen Seite, die Frage ist natürlich, kann man sich erpressen lassen? Kann man damit sicherstellen, dass nicht beim nächsten Mal dann 30% gefordert werden oder was auch immer? Also dass es halt wirklich kein Erpressungspotenzial hat. Und es ist halt wirklich so, dass im Moment das Thema da ist, dass wir Vollbeschäftigung haben. Also das heißt, es gibt mehr Jobs, die offen sind, als es Leute gibt, die diese besetzen. Und das ist halt das alte Spiel zwischen Angebot und Nachfrage. Natürlich macht Lufthansa das ja auch nicht anders, wenn sie merken, hey, wir haben aber mehr Passagiere, die fliegen wollen, wir machen den Preis teurer, weil die Leute halt bereit sind, mehr zu bezahlen. Also das ist dann das, was die Gewerkschaften für sich auch ausnutzen. Und Lufthansa versucht dadurch natürlich, sich mehr zu europäisieren und damit halt auch die Geschäfte in verschiedene Bereiche zu bringen. Aber lass uns mal angucken, bei der Austrian, bei der Brussels ist es ja auch nicht unbedingt so, dass da jetzt nicht gestreikt würde. Oder bei der ITA, die haben ja auch eine gewisse Streikkultur. Also da weiß ich jetzt nicht, inwieweit das so ist. Und die Zahlen natürlich mit 20.000 Mitarbeitern, die pro Jahr 200 Millionen Euro mehr bekommen, daran sieht man mal, wie die Dimension ist, ist natürlich so, dass man dort abwägen muss, was teurer ist. Aber wenn es 100 Millionen kostet oder 200, ihr versteht mein Dilemma. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt und inwieweit das mit dem Shareholder Value
vereinbar ist oder ob es vielleicht auch einfach Notwehr der Lufthansa ist. Da bin ich mal wirklich gespannt. Oh, die Sonne scheint hier jetzt. Ah, herrlich. Ja, dann gehen wir aufs nächste Thema und das ist ein Thema wieder mit Boeing. Und Boeing ist da in der Bredouille. Und zwar ist es hier so, dass eine LATAM-Maschine stark abgesunken ist. Und zwar ist die Mitteilung zum Beispiel bei Twitter gewesen: Up to 50 passengers and crew have been injured. Also bis zu 50, bis zu 50 Passagiere haben und Crew sind verletzt worden. 13 sind in ein Hospital, also in ein Krankenhaus gebracht worden. Auf dem Flug von Sydney nach Auckland, das war der Flug LA-800, von der Boeing 787-9er ausgeführt worden. Der Dreamliner mit der Registrierung Charlie Charlie Bravo Golf Golf hat einen plötzlichen Höhenverlust gehabt oder ist einfach stark Sinkflug gegangen über Tasman. Also da irgendwie Tasman, keine Ahnung, wer von euch weiß in Australien, wer Tasman ist. Also ich weiß, wo es ist, Tasmanien. Aber es ist halt so, dass es wirklich einen Schwerverletzten gibt. Mehr als ein Dutzend wurden halt in Krankenhäuser gebracht und die Piepe sind durch die Kabine geflogen. Und das ist halt so, die Betroffenen hatten zum Zeitpunkt keinen Sicherheitsgurt getragen und man wollte eigentlich am Abend weiter nach Santiago de Chile fliegen. Das ist also ein Fifth Freedom Flight und der Flug wurde jetzt gestrichen und sogar auf Dienstag verschoben. Was dieser Vorfall war oder ist, das ist unbekannt. Und bei dem Zwischenfall ist es halt wirklich so, dass es sich um ein technisches Problem wohl handelt, weil die Boeing 787-9 eine heftige Turbulenz ausgelöst hat intern, also im Flugzeug selber, sagt die LATAM. Und ja, was kann das wieder sein? Ich hoffe, dass nichts Ernstes ist von Boeing, dass die da wieder irgendwie ein Dilemma oder ein Problem gefunden haben, was Boeing da weiter problematisieren könnte in der Auslieferung. Ihr werdet merken, weil das letzte Thema, was ich habe mit Lufthansa, falsche Piloten, hängt auch mit der 787 unter anderem zusammen. Wir haben bei Boeing auch wieder natürlich Themen mit der 737 und das ist irgendwie so täglich grüßt das Murmeltier. Die Boeing 737 MAX von der FAA wird auf Steuerungsprobleme untersucht und zwar ist es so, dass nach der Landung die Rudersteuerung blockierte bei einer United-Maschine, die gelandet ist. Also das heißt, Gott sei Dank ist das Ruder nach der Landung blockiert. Und die United 1539 aus Nassau landete sicher, aber beim Ausrollen ist es halt so, dass die Ruderpedale bei der 737 MAX einfach in ihrer Position, und das war die Gott sei Dank die neutrale Position, einfach stecken geblieben sind. Und damit seht ihr auch immer, das Flugzeug wird nicht über Steuerhorn, über den Sidestick, sondern mit den Füßen gelenkt. Deshalb, wenn man Filme sieht, wo jemand, man links guckt, nee, du drückst den linken Fuß. Also das ist halt, dass man da mit dem Seitenruder durchaus das Flugzeug bewegt. Also nur so als Hinweis. Wo ich immer geschlagen worden für bin, ist, wenn ich zum Beispiel bei der Landung den linken Fuß komplett auf die Bremse gestellt habe, also komplett blockiert habe und dann einfach mit dem äußeren Triebwerk Schub gegeben habe, dass man um den Reifen rumgerollt ist und den Reifen damit so geschoben hat, damit man die Kurve enger nehmen konnte. Sowas wird nicht gern gesehen, weil es aufs Material geht, aber nur so als kleiner Hinweis. Und auf jeden Fall ist es so, dass die Pedale nicht reagiert haben auf den Fußdruck und das Problem hat sich gezeigt beim ersten Offizier und Gott sei Dank, nach einer kurzen Zeit funktionierten wieder beide Pedalsets auf der linken und auf der rechten Seite, also links und rechts, von mir aus gesehen, funktionierten problemlos. Der Vorfall mit der Maschine November 47280 wird jetzt natürlich untersucht. Das Flugzeug ist aus dem Baujahr 2020, also 4 Jahre alt, und ist in 2023 erst ausgeliefert worden. Ist also eines der berühmt-berüchtigten Flugzeuge, was auf Halde gestanden ist. Und man muss natürlich sagen, dass das Flugzeug natürlich unter Beobachtung steht, weil wir wissen ja alle, was bei der 777 MAX, ne Quatsch, bei der 737 MAX schon, bei der 737 MAX im Argen liegt, spätestens seit Alaska. Und ich denke mal, dass das auch nicht in Ordnung ist. Ja, schauen wir uns das mal an, was es an Kommentaren noch gibt dazu. Da ist immer was Lustiges. Aber ich sehe, da guckt nichts hervor, was man sagen muss, was da passiert ist.
Ich denke mal, dass das halt wirklich ein Problem ist. Es gibt eine Geschichte aus den 90ern natürlich, wo sowas auch schon mal passiert ist, aber das ist ja was ganz anderes. Es ist halt einfach wahrscheinlich eine Software-Geschichte, oder? Weil wenn es wieder nachfunktioniert. Weil ich glaube, dass diese Pedale sind nicht, wenn nicht mehr mechanisch gesteuert, logischerweise. Jetzt um 15:10 Minuten in die Sendung gehen wir auf Turkish Airlines ein. Turkish Airlines ist ein Star Alliance Mitglied und deshalb für viele von euch natürlich interessant. Und es ist so, dass Turkish Airlines jetzt 80 Langstrecken Airbus A350 begrüßen möchte in der Flotte. 80 Stück. Und da ist es so, einige sollen wirklich von Istanbul bis Sydney oder Melbourne fliegen können. 17 Stunden nonstop. Das ist natürlich eine krasse Nummer. Und damit ist es so, man möchte die Passagiere von der Economy Class direkt in die neue Crystal Business Class Suite reinbekommen. Deshalb will man keine Premium Economy. Und da ist es so, dass die vom Executive Teller mit dem Chairman Professor Ahmed Bolat gesprochen haben. Und Bolat hat wirklich gesagt, es wird keine Premium Economy bei uns geben. Und wir sind glücklich mit einer Zwei-Klassen-Konfiguration. Das ist natürlich komplett diametral zu den Aussagen von Lufthansa, von Emirates, die alle diese Sachen einbauen. Selbst Emirates, Sir Timothy Clark, der ja immer gesagt hat, 2014 das letzte Mal, wo es wirklich nachdrücklich auch mir persönlich gesagt hat, Premium Economy bei Emirates nur über meine Leiche sinngemäß. Und jetzt haben sie es auch. Und Turkish Airlines hat ja auch 2016 Premium Economy. Und die war dann halt in der Comfort Class 2016, war das gewesen, genau. Und die waren exklusiv in der 777. Und da war natürlich mehr Beinfreiheit, da war mehr Platz und Komfort. Und es war auch so, dass die auch einen besseren, dass man die Sitze nach hinten machen konnte, den sogenannten Recline. Und der war bei 46 Inches und 32 sind es ja nur bei der Economy Class. Und die Sitze waren 19,5 Inch weit, also nochmal die breiteren Sitze, und hatten 2-3-2-Konfiguration. Und die Economy Class waren nur 18 Inch breit und hatten eine Konfiguration 3-3-3, also eine klassische 777-Konfiguration. Aber es ist halt so, dass da natürlich auch ein besseres Catering war, ein besseres alles war. Und es ist halt so, dass man natürlich auch vor den Economy-Class-Passagieren einsteigen konnte, aber auch aussteigen konnte, also nochmal da einen Benefit hatte. Aber es ist so, Turkish Airlines hat natürlich dieses Ganze nur in seinen Long-Range-Flugzeugen der 777 gehabt. Das heißt also, wenn man dann auf diese Narrowbodies umgestiegen ist, aber das ist ja bei allen so eigentlich, auch bei Lufthansa, wenn ich Premium Economy von USA komme, fliege ich ja auch Economy Class weiter nach, wo hier auch immer der Connecting Flight ist, es sei denn, es ist ein Langstreckenflugzeug, dann habe ich wieder eine Premium Economy. Und da ist es so, dass 63 Premium Economy Sitze gab und 28 Business Class Sitze nur. Und jetzt ist es so, dass die Nachfrage bei Turkish Airlines halt softer geworden ist, also eingeweicht ist, eingedampft ist und gar nicht so hoch ist die Nachfrage. Aber wie kann das sein, dass die Fluggesellschaften pro Quadratmeter gesehen auf den Premium Economy Sitzplätzen die meisten Umsatz machen? Finde ich auch eine spannende Geschichte. Also auf jeden Fall ist es so, dass man beim Retrofit die 777 Premium Economy Kabinen in die Business Class reinschwuppt und natürlich ein bisschen in die Economy Class geht. Heißt also, dass man 49 Sitze hat, beziehungsweise dann 44 Crystal Business Class Sitze ab 2025, also die neuen Sitze. Jetzt habe ich für euch eine Frage des Tages und zwar: Ist Premium Economy für euch ein Muss? Ist es eine Buchungsklasse, die ihr schön findet, die ihr hübsch findet, wo ihr sagt, ja, da will ich rein, da will ich hin, da muss ich sein, das ist toll. Und vor allem dann auch, was haltet ihr von dieser Zwischenklasse im Allgemeinen? Ich selber bin mit Premium Economy schon ab und zu mal geflogen, in dem Recaro-Sitzen, ZIM-Sitze habe ich auch gehabt, bei Finnair, bei Lufthansa, bei Emirates. Die ZIM-Sitze habe ich bei Swiss gehabt. Also insofern, ja, es ist okay, aber es ist halt jetzt nicht so okay für richtig lange Flüge. Aber Economy ist gar nicht okay, um ehrlich zu sein. Da würde ich auch dann in die Business Class gehen. Da bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet, was ihr dazu sagt. Und ich bin gespannt.
Wir haben das letzte Thema für heute, was in meinen Augen von der Headline her doch clickbaitiger klingt, als ich es eigentlich geplant hatte. Aber ich finde, es passt schon. Lufthansa hat die falschen Piloten. Und es ist so, dass natürlich die deutschen Piloten bei Lufthansa teilweise Mangelware sind. Haben wir bei der 747-Flotte gesehen mit den 400ern und mit den Strich-8ern, dass sie an einem Wochenende 12 Flüge ausfallen lassen mussten, weil sie nicht genug Cockpit haben. Und es ist einfach so, dass es natürlich auch nicht genug Piloten grundsätzlich gibt. Aber Lufthansa hat halt das Thema, weil sie schon so viele Piloten auf der 787 ausgebildet haben, aber nicht genug Flugzeuge haben. Und da ist es natürlich so, dass die deutlich stabilere Operation dieses Jahr angestrebt ist von Carsten Spohr, so wie er sagte. Aber natürlich das Problem ist, wenn die Flugzeuge nicht kommen und man aber andere Typen trotzdem weiter beredern muss, dass das dann ein Problem wird. Man fliegt ja zum Beispiel noch die Flüge zwischen Frankfurt und München, damit die auch die Stunden zusammenkriegen. Also das heißt, dass man da die Lizenz nicht verliert. Dann wird geflogen für Austrian Airlines. Einige Flüge werden ja von der Lufthansa ausgeführt im Cockpit, damit es da dann auch mit dem Flugschein weiter klappt. Weil wenn man nicht genug fliegt, dann verfällt das Ganze. Und man hofft bei der Lufthansa, dass sich das Ganze im Laufe des Jahres normalisieren wird. Ich finde das eine interessante Geschichte, wenn man sich das anguckt, dass man dort die falschen Piloten hat. Denn Pilot sein ist ein teures Gut für die Lufthansa, ein Kostenfaktor. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann klappt und wie sich das auf die Operation auswirkt. Und nach dem LATAM-Vorfall mit der 787, ich hoffe, dass die ordentlich gebaut werden und dass das vielleicht nur ein Software-Update ist, was es da gibt. Bei der 737 MAX, da habe ich so ein bisschen andere Zweifel. An dieser Stelle danke ich euch, dass ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt und ganz wichtig, kommentiert. Und ich freue mich, wenn ihr da dann weiter mit uns den Kanal wachsen lasst. Also Kanal abonnieren, Glocke, Like, Kanalmitgliedschaft. Ich freue mich also bis morgen wieder in alter Frische mit einer neuen Sendung. Und ich habe noch eine Folge von Freddy, die kommt auch jetzt demnächst online. Und für euch wie immer an dieser Stelle der Abspann. Also danke. Thank you.